Ja, hallihallo, liebe YouTube-Freunde der leichten Fotografie. Heute bin ich nach Heiligenberg gefahren, um in Heiligenberg vom Friedwald, das ist ein Friedhof, also dementsprechend werde ich mich hier auch benehmen, Bilder Richtung Bodensee runter machen, das Salemer Tal mit einfangen und das Schloss Heiligenberg zum Sonnenuntergang einfangen. Ich hoffe, ihr bleibt dran, ihr schaut der Pflegerfotografie und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Da sind wir also an unserem Spot und zwar an dem Spot hier im Friedwald oberhalb des Salemer Tals, der Auffahrt nach Heiligenberg hoch. Man hat von hier aus eine wunderschöne Sicht auf Heiligenberg und das darunterliegende Salemer Tal sowie den Bodensee im Hintergrund. Und wenn man ganz viel Glück hat, aber das Glück ist mir leider heute nicht hold, sieht man sogar noch hinten den Sentis und die Alpenkette, wenn es nicht düsig oder verdunstet ist. Aber das ist heute leider der Fall. Deswegen heute keine Alpenkette und kein Sentis. Schade, hätte mich gefreut, aber ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht so viel, wir fotografieren mehr und damit ab geht's. Die Sicht über die Kamera auf das Salemer Tal, da hinten liegend den Bodensee und links im Bild Schloss Heiligenberg, das jetzt von der untergehenden Sonne noch ausgeleuchtet wird. Mega! Jo, der Sonnenuntergang ist heute Abend leider nicht ganz so geworden, wie ich ihn mir vorgestellt habe, aber ich hatte so eine leichte lila Farbe am Horizont. Jetzt am Abend, wenn es hier dann zur blauen Stunde recht dunkel wird, hat man dann noch die Möglichkeit, unten über die Serpentine fahrende Fahrzeuge, die hier von Heiligenberg oben runterfahren, zu fotografieren mit Lichtziehern runter ins Tal. Das kommt dann auch sehr, sehr geil. Die Bilder blende ich gerne jetzt ein. Thank you.
Ja, sollte auch mal wieder ein Spot sein vom Bodensee, etwas weiter im Hinterland dieses Mal, Heiligenberg, nicht direkt am Bodensee, aber Heiligenberg, das Schloss kann man übrigens sich anschauen. Dann hat es hier ein Obstmuseum in der Nähe, diverse andere Sachen um das Schloss Heiligenberg rum, die man sich angucken kann. Dann steht hier oben noch eine uralte Eiche, die man sich anschauen kann. Also ein toller Ausflugsspot für euch, falls ihr hier oben mal ein bisschen Zeit verbringen wollt. Geht doch am besten 3-4 Stunden vorher her und geht dann Richtung Friedwald auf den Aussichtspunkt und genießt hier die Aussicht bis zum Sonnenuntergang. Vielleicht habt ihr bei eurem Foto, das ihr macht, ein bisschen mehr Glück wie ich mit dem Sonnenuntergang und könnt hier ein tolles Bild vom Saalemer Tal über den Bodensee bis hinter in die Alpen und dem Schloss Heiligenberg anfertigen. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann kennt das Spiel, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich sage bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Euer Dennis vom Bodensee. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jetzt ist nochmal was richtig Geiles passiert. Und zwar hat sich der Himmel gerade so aufgezogen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, über dem Bodensee die Milchstraße zu fotografieren. Ja, die Milchstraße. Mit Blende 4 geht nämlich auch. Man braucht nicht unbedingt eine Blende 2.8 oder 1.4 oder sonst irgendwas. Geht mit Blende 4, ISO 1600. Klar, wir haben über dem Bodensee relativ Lichtverschmutzung, aber das galaktische Zentrum zeigt sich gerade recht gut. Wir haben noch keinen Mondaufgang. Das heißt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um nochmal die Milchstraße zu fotografieren. Ich mache das wie folgt in zwei Abschnitten. Einmal den Vordergrund richtig belichtet, einmal die Milchstraße richtig belichtet, damit ich das nachher wieder übereinander legen kann, weil das Saalemer Tal und hier unten Steige und so weiter sieht natürlich nicht ganz so schön aus. Wenn das mit ISO 1600 fotografiert wurde, ist total überbelichtet und deswegen hacke ich das Bild jetzt nochmal hier für euch rein. Und jetzt sage ich wirklich Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Dennis vom Bodensee. Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Macht's gut.